der aktuelle Stand der momentanen menschlichen Historie ist ja wirklich nur noch mit dem Motto meines letzten Seminars zu beschreiben, das da lautete: Leben eine Zumutung, aber muss ja. Oder wie ich bitte. Oder wie mein letztes Buch hieß ja: Scheitern als Weg. Das können Sie auch noch, das ist ja wahnsinnig, nicht? Aber Sie sehen es am Beispiel, jetzt waren ja die letzten Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Da haben teilgenommen Politiker. Und ich wollte ja was dagegen. Ich habe mich auch zur Wahl gestellt, bin aber nicht abgeholt worden. Und dabei hatte ich ein wunderbares Wahlprogramm, ganz klar und auch stellenweise verständlich. Hier Bildung statt, also ich gebe es nur Stichwort, Identität, Vertrauen, dass man schafft es dann Arbeit durch, also Armut, wenn, also nur im Europa kann mittels Wohlstand weniger dafür, Korruption in, wo war das, Investition müssen auch Frauen statt Lohndumping. Und deswegen, bitte, hallo, auf, ja, also auf einen Nenner gebracht, wenn schon, dann aber auch auf halbem Wege. So, ich habe, oder wie ich immer private Sachen zu meiner Frau sage, wenn mal wieder was ist, mein Gott, warum denn nicht? Ja. Also ich wollte auch auf Wahlreise, das macht man ja um Wärme, um den Opfern, Wählern auch, da wollte ich mit denen singen, nicht, das verbindet ja die Herzen. Welthits hätte ich da vorgetragen, zum Beispiel Lass mich dich noch einmal begreifen oder Ich habe dir tausendmal gesagt, dass du mich liebst oder Wenn du meine Lügen nicht ertragen kannst, dann bitte ich dich zu gehen. Nicht? Also das. Aber wie gesagt, es ist ja wirklich, wir leben ja in einer Zeit, meine Damen und Herren. Das ist ja, jetzt machen ja, ich habe das jetzt erst verstanden, Computer kaufen und verkaufen, selbstständig ohne Mensch, Papiere. Nicht? Und das wäre ja noch nicht schlimmer, aber es sind ja manchmal auch Aktien. Und es ist wahnsinnig, also Ölfirmen betanken jetzt unter Wasser, Blasen platzen. Und hier von der Kirche wollen wir gar nicht erst, das ist ja schrecklich. Nicht? Vielleicht sind wir ja alle seit Jahrhunderten von irgendeiner Gruppe speziell veranlagter völlig hinters Büro gezogen worden. Ich habe übrigens zu dem Thema Kirche, da möchte ich nicht, kann man ja gar nicht sagen, drauf rumreiten. Es ist ja so, dass, bitte, da kann ich. Ich habe einen Bekannten zu dem Thema gefragt, ein sehr guter Bekannter. Wie heißt er? Gott. Der ist auch vollkommen, der hat die Flügel über dem Kopf zu. Und das jetzt seine Leute auch noch, nicht dass hier aber allerdings nur vom christlichen Lager, dass die nicht mal in der Lage sind, da ihr Geschlechtsteilchen einigermaßen außen vor zu. Wie sieht das aus? Nicht, das ist ja, es ist ja wirklich. Und ich habe ihm auch gesagt, mein Gott, wir sind doch in einer Entwicklung. Warum gibt es das überhaupt noch, Politiker? Er redet sich, der sagt, hier, das ist die Evolution. Nicht? Da hält er sich auch raus, um nicht in das Programm selbst mit aufgenommen zu werden, der Evolution. Nicht? Hat keine Lust, da morgens als Waldameise aufzuwachen. Auf jeden Fall. Und diese Evolution, wenn ich das noch ganz kurz sagen, dann komme ich wieder zu eigentlich. Es ist ja, die hat ja auch nicht mehr. Das ist ja völlig wahnsinnig. Hier nehmen Sie doch das erste Tier, was die überhaupt, hat sich ja auch vorgedrängelt vor die Fruchtfliege. Der Einzeller, der war ja auch, der hatte auch niemanden, den er mal, wenn er mal schlecht, der konnte, da war ja, technisch war das, der konnte niemanden. Und der hat ja auch mehrere Versuche. Wie oft wollte der aus seiner Zelle ausziehen? Und hat sich dann aus Verzweiflung, hat er sich selbst geteilt. Und da ging dann noch die Evolution, und das kreide ich ihr an, hin und hat den beiden daraus entstandenen Teilen dann, die hat die Evolution dann noch dazu gebracht, den anderen zu fragen, hallo, sind Sie noch frei? Und dadurch, nur damit es weitergeht. Hallo, Herr Rürup, Sie als Sie, bitte, Sie,
Herr Rürup, wir haben Sie eingeladen als Finanzexperten, der uns die Krise erklären soll. Oh, Entschuldigung, Sie haben... Das ist ja völlig an den Händen herbeigezogen. Also, ich komme zum Politischen. Meine Damen und Herren, ich gebe jetzt in alphabetischer Reihenfolge die Namen aller Wähler Nordrhein-Westfalens bekannt. Anselmann, Heinz und Luise. Hören Sie mal, Sie sind ja eine richtige Granate. Bei Ihnen hat man den Eindruck, Sie haben mehrere Gedanken gleichzeitig im Kopf und die bewegen sich gegeneinander. Sie können mir helfen. Ich habe was für Sie. Ich habe ein Diagramm, mit dem ich mich auskenne. Können Sie mir das erklären? Wenn einer, dann Sie, denke ich. Da stimmt was nicht. Rufen Sie mich nachher noch mal an.